Ja, einen schönen guten frühen Abend. Ich würde vorschlagen, wir fangen dann einfach an. Und zwar mit den Lightning Talks, organisiert von den Hexen. Ich weiß ehrlich gesagt noch gar nicht genau, was in dieser Stunde auf uns zukommt, weil wir noch ziemlich viele freie Slots hatten und sich jetzt noch ein paar Interessierte gemeldet haben. Das heißt, es wird wahrscheinlich eine relativ spontane Stunde, aber ich glaube umso spannender. Los geht's jetzt mit einem Talk von Blip und der wird auf jeden Fall schon mal ziemlich politisch. Danke für die Einführung. Wie schon gesagt, mein Talk wird etwas politisch und potenziell deprimierend. Vom Prinzip her ist das ein Replay eines Lightning Talks, der vor 1,5 Wochen bei der Eurocrypt gehalten wurde. Das ist eine kryptografische, eine wissenschaftliche Konferenz in der Kryptographie. Und zwar wurde der gehalten von der Freundin von Ola Bini. Ola Bini ist zurzeit in Ecuador in Haft seit jetzt 52 Tagen. Und naja, er ist im Prinzip politischer Gefangener und dazu jetzt ein bisschen mehr. Wer ist Ola Bini? Ola Bini ist im Prinzip einer von uns, ein Cypherpunk, ein Privacy Advocate. Er bringt Leuten bei, wie sie im Internet ihre Privatsphäre schützen können. Er schreibt Code für Secure Messaging. Er ist einer der Autoren des OTR Version 4 Protokolls. OTR kennt ihr vielleicht, Off-the-Record Messaging. OTR 4 versucht die ganzen, also um es nur kurz technisch zu erklären, die ganzen Funktionen von Signal, wie dass man auch offline sein kann, während man, wenn andere einem Nachrichten schicken wollen, zusammenzubringen mit den Vorteilen des OTR Version 3 Protokolls, was auch Abstreitbarkeit hat. Über Abstreitbarkeit kann man sich streiten, ob das sinnvoll ist oder nicht. Das Wichtige ist nur, Ola ist ein wertvolles Mitglied unserer Community, sowohl wissenschaftlich als auch als jemand, der Software schreibt. Cypherpunks schreiben Software, sagt man ja immer mal gerne. Er hat auch in anderen Projekten mitgewirkt, Tor, Enigma, Let's Encrypt und in verschiedenen anderen Projekten. Und er ist wenige Tage, nachdem Julian Assange festgenommen wurde, in Ecuador ebenfalls festgenommen worden. Es gibt keine wirklichen Gründe, warum er festgenommen wurde. Das Einzige, was sie ihm vorwerfen, ist im Prinzip, dass er mit Julian Assange befreundet ist. Er hat ihn auch mehrmals in der Botschaft besucht gehabt, während er noch dort war. Und dass er öffentlich mal gesagt hat, dass er WikiLeaks gut findet. Und er hatte in seinem Rucksack irgendwie 30 USB-Sticks drin, als er am Flughafen in Ecuador festgenommen wurde. Das heißt, das ist ziemlich, es wird ziemlich klar, dass er ein politischer Gefangener ist. Er hat am Anfang keinen Zugriff zu Rechtsanwälten bekommen. Gefängnisbedingungen in Ecuador sind ebenfalls sehr, sehr schlecht. Warum betrifft uns das? Ich meine, einerseits ist Ola einer von uns, in dem Sinne, dass er am letzten Kongress da war. Er hat zwar den Vortrag über OTR V4 selber nicht mitgehalten, war aber danach noch bei der Diskussionsrunde dabei. Meine Taste, die drückt sich manchmal selber. das soll heißen, mit Leuten befreundet zu sein, die aktiv sind, politisch, wird immer gefährlicher offensichtlich. Wir können immer weniger vertrauen, dass wir fair behandelt werden, dass Menschenrechte beachtet werden. Und all das strahlt natürlich ab, generell auf Kryptographie, Privatsphäre und IT-Security. Sophia Celi, seine Freundin Ola Bini, waren sehr stolz, dass sie in Ecuador es geschafft haben, eine NGO mit aufzubauen, die dort im spanischsprachigen Raum an Privatsphäre und IT-Security so für Aktivisten gearbeitet haben. Und das ist natürlich jetzt ein schwerer Schlag für sie. Was können wir tun? Er ist jetzt seit 52 Tagen im Gefängnis. Wir können versuchen, Druck aufzubauen, indem wir mehr darüber reden. Auf der Webseite freeolabini.org sind viele Briefe abgedruckt, die er aus dem Gefängnis
schreibt als Antwort auf Briefe, die ihm geschrieben werden. Es ist dort auch eine Kampagne verlinkt, eine Spendenkampagne, um Rechtsanwälte zu bezahlen und auch um tatsächlich alltägliche Dinge zu finanzieren. Ola Bini ist Vegetarier. In Ecuador gibt es im Gefängnis kein vegetarisches Essen. Und sie haben immerhin durchsetzen können, dass er zweimal am Tag von außen vegetarisch schon vorgekochtes Essen im Gefängnis empfangen darf. Und das müssen natürlich auch Leute machen. Also es sind Familie und Freunde jeden Tag aktiv, um ihn zu unterstützen. Genau, das war soweit mein Talk. Hashtag Free Ola Bini. Super, dann vielen herzlichen Dank an Blip für diesen ersten Lightning Talk. Jetzt hätte ich noch eine Frage, und zwar ist Finn im Raum? Ja, wunderbar. Du hast dich nämlich auch angemeldet für den Lightning Talk zum Thema Bandcamp, richtig? Bist du startklar? Dann würde ich dich einfach bitten, hier nach vorne zu kommen. Genau, wir können schon mal klatschen. Ein schöner Applaus. Okay, dann herzlich willkommen, Finn. Was brauchst du für Anschlüsse? VGA. An die Technik, funktioniert VGA bei euch? Ja. Sieht. Und ich messe mal alles runter. Und jetzt habe ich schon weitergemacht. Alles etwa. Ein DisplayPort. Hast du DisplayPort irgendwo? Nö, ich habe nur VGA. Okay. Geht das? Das war, was ich mit spontan meinte. Aber es funktioniert und damit Bühne frei für Finn und Bandcamp. Vielen Dank. Wer weiß nicht, was Bandcamp ist? Ja, okay, es ist eine Seite, wo Leute Musik verkaufen können. Bandcamp bekommt 15% und der Rest kriegt der Künstler. Das ist eigentlich ganz nett. Sie haben auch eine App, die sieht dann so aus, wenn man die Ansicht vom Album anschaut. Kann man runterscrollen, dann kriegt man da die Ansicht vom einzelnen Track. Nein, von den Tracks, die sehen wir jetzt. Jetzt hätten wir gerne Informationen zu diesem ersten Track da. Jetzt denkt man, vielleicht muss man draufdrücken. Das geht nicht, weil dann fängt er an zu spielen. Wir können auf Lyrics drücken, dann haben wir die Lyrics. Wir können auf Kaufen klicken, dann können wir ihn kaufen. Dachte ich, ja gut, vielleicht müssen wir ihn in die Suche eingeben und dann können wir den vielleicht so finden. So muss man das übrigens auch machen, wenn man die Seite vom Künstler anschauen möchte. Das geht aber nicht, denn wenn wir da klicken, dann sind wir wieder da. Die Lösung ist, man muss den Track kaufen. Das geht nicht in der App, wenn man mit Guthaben von einer Geschenkkarte bezahlen möchte. Dann muss man also seinen Browser öffnen und den Track kaufen. Dann hat man ihn in seiner Collection, dann kann man da draufklicken und dann hat man, wenn man runterscrollt, hier diese Informationen, die man sonst nicht bekommen hätte. Dann dachte ich, das ist ja irgendwie nichts. Und dann habe ich einmal eine eigene Bandcamp-App geschrieben. Das hier nenne ich Discover Database. Da habe ich offline Metadaten zu den Tracks, die ich mir angeschaut habe. Hier ist das Album, was wir eben hatten. Hier können wir auf den Pfeil klicken, dann öffnet sich das. Hier können wir beim Track auf den Pfeil klicken, dann öffnet sich der. Hier können wir runterscrollen und dann haben wir unsere Info. Wir können auch hier klicken, dann kommt das größer. Ja, schön. Wir können auch, anders als in der Bandcamp Inc. App, hier auf den Künstlernamen klicken. Und wenn das Internet funktioniert, können wir dann Informationen über den Künstler anschauen. Hier Shows, die Infobox hier. Wir können hier auf das Album draufklicken. Jetzt steht hier oben in der Ecke gleich Discovering. Das bedeutet, dass es in die Discover Database gespeichert wird. Das bedeutet, zu jedem Track wird dann die Info gespeichert. Dabei sieht man auch hier die Herzchen, weil ich diese drei Tracks gekauft habe, die oberen beiden nicht. Bandcamp kennt nämlich so ein Prinzip nicht, das ich hier habe. Das nenne ich mal implizit gekauft. Ich habe alle drei Tracks in diesem Album gekauft, aber ich habe das Album selbst nicht gekauft.
Und Bandcamp ist ja irgendwie so ein bisschen blöd, dass sie dann meinen, du hast das Album gar nicht gekauft und jetzt darfst du es dir nur dreimal anhören. Ja, so, das ist ein bisschen besser so. Das war's. Dann vielen herzlichen Dank an Finn, und aus dieser Welt der Kultur und der Musik gehen wir jetzt wieder ein bisschen zurück, und zwar in den politischen Bereich. Da hat sich jetzt gerade ganz spontan Carol gemeldet und gesagt, er könnte jetzt noch was erzählen zu Fridays for Future. Uns ist auch nicht so wichtig. Die Slides sind eh nicht sehr aussagestark. Genau. Hallo, ich bin Carol und seit etwa Januar demonstriere ich mit bei Fridays for Future und organisiere auch Demos. Und eigentlich ist das Klima ja nicht nur was uns Schüler betrifft, das sieht man auch immer weiter auf den Straßen, es kommen immer mehr Leute dazu. Und ich wollte nur eine kurze Aufmunterung aussprechen und euch bitten, mit auf die Demos zu kommen, weil es ist wirklich jeder eingeladen, egal wie alt, egal wer man ist. Wir freuen uns über jeden, der auf den Demos mitmacht, der mitdemonstriert. Ich glaube, das Thema muss ich hier nicht sehr weit erläutern. Der Klimawandel, wenn wir jetzt nicht handeln, dann haben wir ein Problem. Es gibt diesen Kipppunkt, der, wenn wir das 2-Grad-Ziel aus dem IPCC-Bericht überschreiten, wenn wir den überschritten haben, dann gibt es kein Zurück mehr. Und dann können wir machen, was wir wollen. Die Temperaturen werden immer weiter steigen, Global Warming mit all den Konsequenzen, die das haben wird. Das heißt, wenn wir jetzt nicht handeln, dann haben wir ein echtes Problem und da gibt es auch kein Zurück mehr. Das heißt, es ist jetzt an der Zeit und es ist nicht nur, also das Ganze splittet sich ja immer auf in mehrere Sachen. Das, was der Einzelne tun kann, das, was eine Kommune tun kann und was die große Politik, Brüssel, Bundestag, EU-Parlament und so weiter tun kann. Und Fridays for Future richtet sich eigentlich vor allem an die Politik und das aber auch an alle anderen Felder. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass da noch mehr Druck dahinter kommt. Ich wollte noch eine Aktion vorstellen, jetzt ist egal, mein Laptop hat so ein bisschen HDMI-Probleme, deswegen funktioniert das nicht. Und zwar am 21.06. ist die nächste Großdemonstration und die wird in Aachen stattfinden. Und es gibt überall aus halb Europa gibt es Züge und Busse, die dorthin fahren. Ihr könnt euch für 35 Euro momentan noch ein Ticket kaufen. Dort sind auch Schlafplätze organisiert. Ihr könntet auch bei Ende Gelände, was am gleichen Wochenende dort stattfindet, mitmachen. Oder es gibt auch noch eine Parallelveranstaltung. Und ihr seid alle herzlich eingeladen. Und wo ihr noch eingeladen seid, ist etwas anderes, was eben viel mehr zu der GPN hier passt. Weil Fridays for Future ist von der Organisation in sehr viele dezentrale Ortsgruppen aufgeteilt. Wir organisieren uns basisdemokratisch. Jeder kann sich einbringen, wenn er möchte oder sie. Und das ist total cool. Es gibt jede Woche eine Konferenz, wo sich alle Gruppen ein bisschen vernetzen. Und es hat im Prinzip jeder ein Mitspracherecht. Was allerdings ein bisschen auf der Strecke bleibt, ist die Transparenz momentan. Und vielleicht habt ihr ja noch ein bisschen Kapazitäten frei und könnt in der Stadt, in der ihr seid, mal die Orga-Gruppe ansprechen, ob ihr sie nicht unterstützen könnt, indem ihr vielleicht eine Domain klickt und eine kleine Seite aufsetzt oder sowas, auf der dann zum Beispiel das Orga-Team kurz vorgestellt werden kann oder die nächsten Termine oder nochmal ein paar Presseberichte erscheinen, damit man, wenn man jetzt Fridays for Future, ich weiß nicht, Stadtname X einfügt, ein paar Informationen hat oder sowas.
Genau. Mehr möchte ich eigentlich auch gar nicht sagen. Es ist ein super wichtiges Thema, es betrifft uns alle. Und ich würde mich freuen, ein paar Leute in Aachen zu sehen. Dankeschön. Herzlichen Dank, Carol. Das wäre jetzt nach unserer Anmeldeliste tatsächlich schon das offizielle Ende dieser Lightning Talks. Ich sehe aber, hier ist ein relativ großes Publikum und wir haben noch 45 Minuten Zeit. Eine Präsentation ist schön, muss aber nicht unbedingt sein. Ich sehe da schon eine Meldung. Hast du vielleicht Lust, uns noch was zu erzählen? Top! Ganz paar Minuten werden da noch gebraucht. Da hinten winkt etwas. Welches Thema wäre das und wie schnell bist du startklar? Jetzt startklar, perfekt. Okay, dann bitte ich, wen genau auf die Bühne? Ich bitte Quint auf die Bühne. Einen Applaus für Quint und einen sehr spontanen Vortrag. HDMI? Ja. Ich glaube, wo ist denn das? Ja, es muss auf Englisch sein. Ah, da. Es muss leider auf Englisch sein. Ah, es wird auf Englisch sein. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Wenn nicht, schaut mal irgendwie, ob eure Nachbarn euch vielleicht helfen können bei der Übersetzung. Ich glaube, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Alles kein Problem, das schaffen wir. Moment mal. Demo-Effekt. Ja, wir haben noch genug Zeit. Ja, glaube ich. Ja, okay. Okay, perfekt. Es geht los. Achso, okay. Geht das oder? Tut es nicht. Ja, okay. Ja, perfekt. Gut. That's not right. Dann vielleicht noch mal einen Applaus zum Anfang. Nein. Ja, das geht. Okay. Hi, sorry. Entschuldigung, ja, mein Deutsch ist total scheiß. Wir fangen an auf Englisch. Okay, so earlier this year I went to an event called Hacker Hotel and discovered Pixel Flute for the first time. It was very fun, but I was very slow. So we were kind of competing with each other to blit over top of each other, right, as you do with Pixel Flute. And I thought we could do better. So I started writing a client that presented itself to the kernel and to the rest of the system as a display that you could drag things onto. So it begins a little with a story. This is a USB-C dock made by a company called DisplayLink. Now, DisplayLink has some sort of proprietary encryption protocol over their USB-C communication with this dock. This is inconvenient because, of course, you can't have proprietary encryption in the kernel. You can see the code in the kernel when you track it. So the way they decided to solve this is with a library called libevd. Libevd has many problems. The API design is not great. The only library consumer right now is the proprietary libevd decryptor for this dock, mostly for displays. And I don't actually think it should be in the kernel, because it's really for this one device, and the company seems to be looking very hard for somebody to write some use for this in user space, so that they can kind of justify having this driver in the kernel, but I don't think it should be tracked. On the other hand, it's very convenient for use in Pixel Flute. So how does this work? So when you use libevd, you're first allocating this virtual display. So just like I tried and failed, to get the projector to be on the side of my main screen, libevd will allow you to present yourself a virtual display that somewhere in user space you can request pixels from that display. You request updates, it sends it to a frame buffer which you've already allocated, and then you can do whatever you want with the pixels. So it's fairly straightforward. It has this dirty rectangle system that says if just this one rectangle of display space has changed, only give me that as an update. So kernel flute does exactly that. It allocates some space for frame buffers, sets up a second display so that you can
fiddle around in X and request those frames. But then you can drag Windows onto KernelFlute, and once KernelFlute sees that there's some new Windows on it, it'll start sending them over to PixelFlute. So as long as you take a window and you drag it to this virtual display, it'll get blitted to PixelFlute. And it does this in an intelligent way, similar to other PixelFlute clients. It has like a couple prime divisors that are added in such a way that the pixels are blitted as quickly as possible. So this is an ill-conceived live demo, especially ill-conceived because I'm doing it on a projector that I've never used. So if you give me just a minute to allocate this virtual display, we'll see if we can get going. OK, it appears to be working. So over here, I have a PixelFlute client here. Let's full screen it, kill this for now. Escape. Now it works, of course. So we'll run PixelNuke, just a C PixelFlute client. In my other display, which you can't see because it's not on the projector, we will start KernelFlute. So KernelFlute is now running. And KernelFlute will allocate us a virtual display. So now we'll start up LXRender so that we can see where the virtual display is. And oh, all of a sudden, it's being blitted to this external display. Now it's being blitted over and over again because it's on top of the display that it's being blitted to. So this is infinite. But if I put it over here, you should be able to see. So this external DVI monitor, I believe, is our virtual monitor. If we put it somewhere other than over to the right, maybe drag it up here. Oh, we have to hit apply, of course. Yeah, it's fine. And then drag it up, maybe over this side. You should, so we see it start to be blit. So this is the PixelFlute protocol. It's fairly quick because it's on my local host, but it's kind of cool because it's an absolute abuse of a kernel driver that probably should not be. And it's an interesting, I've never seen PixelFlute in kernel space before. So please hack on this and fiddle around with it. It's just kind of a fun, silly project, and hopefully someone gets some use out of it at some point. So I will give you a link. It's at qgov kernelflute on GitHub. Danke sehr. Okay. Thank you, Quint. Vielen Dank, Quint, für diese kurze Einführung in kernelflute. Und damit die Frage an Jenny. Wärst du soweit? Perfekt. Jenny wird uns nämlich jetzt etwas erzählen zum Thema UI und Hacken und wie das zusammenpasst und vor allem die letzte Unhackable UI, was man vielleicht mit der doch anstellen könnte. In der Zwischenzeit schon mal kurz die Frage in die Runde. Gibt es noch jemand anderen, der spontan was erzählen könnte? Noch ein bisschen Zeit haben wir. Ah, perfekt. Dann frage ich euch gleich, was ihr so zu erzählen habt. Und in der Zwischenzeit kann dann schon mal Jenny auf die Bühne kommen. Einen großen Applaus bitte für Jenny. Was brauchst du für eine Minute? Okay, ich weiß, hier gibt es einen ganzen Haufen. Das ist mir das gut. Und dann mache ich das HDMI-Ding dran, richtig? So. Auf der anderen Seite. Ups. Okay, kriegen wir. Ups. Okay. Ja, also das hier ist jetzt wirklich gar nicht vorbereitet, um ganz ehrlich zu sein. Nur als ich gehört habe, dass eben noch so viele Slots frei sind, dachte ich, ich erzähle mal ein bisschen, was es hieß auch im Vorfeld, dass man ja auch ein bisschen über Projekte einfach so Projekte pitchen kann quasi. Denn seit Weihnachten ungefähr beschäftige ich mich jetzt schon mit der unhackbaren Wii. Das ist für die Leute, die sich damals mit der Wii ein bisschen beschäftigt haben, vielleicht sogar ganz interessant, dass es so etwas gibt, denn so ziemlich jede Wii wurde relativ schnell gehackt. Bei der unhackbaren Wii handelt es sich um die Wii Mini. Das ist so eine extra Variante, die Nintendo am Ende der Lebenszeit der Wii rausgebracht hat, um einfach noch Teile, die sie nicht verwerten konnten, loszuwerden, höchstwahrscheinlich. Ich habe nur noch Bilder von innen gehabt, ich habe das gerade schnell zusammengeklickt, deshalb. So sieht das Ding von innen aus. Es hat
Das Ding hat keinen GameCube-Support, es hat kein Internet, also weder Ethernet noch WLAN, kein SD-Karten-Slot und man kann auch den Speicher nicht per USB erweitern. Es ist ein USB-Port vorhanden, wofür er genau da ist, das habe ich noch nicht ganz rausgefunden, denn bis jetzt konnte ich nichts dran anschließen, das funktioniert hat. Und warum ist die jetzt unhackbar? Es gibt eine ganze Reihe an Exploits, die so auf der Wii funktionieren. Das Problem ist, die nutzen entweder Internet oder sie nutzen SD und damit, also, oder beides meistens sogar, also bei Letterbomb brauchte man, glaube ich, eine SD-Karten noch. Und es gibt einfach nichts, das auf die Hardware der Wii Mini passt und es gibt auch leider kein Interesse daran, was zu schreiben. Es war relativ frustrierend, als ich so den Anfangspunkt finden wollte, was gibt's bis jetzt. Da gibt es dann so ganz tolle Foren-Threads, die schreiben, we will hack the Wii Mini. Und dann drei Antworten später, okay, ich habe mir jetzt doch eine andere gekauft, die sind billiger. Und die Mainstream-Hacking-Community, die ist halt weitergezogen. Die haben den 3DS geknackt, die haben die Switch geknackt oder nicht Nintendo-Konsolen oder halt sich ganz rausgezogen, weil teilweise ja auch es relativ viel Streit gab in der Szene, deshalb hatten manche auch keine Lust mehr. Deshalb gab es einfach kein Interesse an den Leuten, die sich damit auskennen, das zu machen. Also kein Interesse ist jetzt falsch, es wurde ein bisschen was versucht und zwar genau zwei Dinge. Smash Bros. Ist ein Spiel, das hatte die Möglichkeit, dass man Spielwelten erstellt und diese eben über einen USB-Port reinkriegt. Leider also gab es das nicht, es hat einfach nicht funktioniert, es hat nichts von USB gelesen, weshalb höchstwahrscheinlich das nicht vorgesehen war von Nintendo, dass man eben diesen USB-Port überhaupt verwendet. Und dann dachte man sich, auf diesem Mainboard ist jetzt tatsächlich noch Platz für einen SD-Slot. Da könnte man einen dran döten. Das sieht tatsächlich so aus, als würde das funktionieren. Nintendo hat dran gedacht, sie haben eine gepatchte Version der Firmware draufgespielt und die hat keine Treiber für die SD. Dann haben noch Leute ganz tolle Sachen vorgeschlagen. Wir löten jetzt das NAND von einer normalen Wii ab, tun es in einem Wii Mini und löten dann noch einen SD-Reader an. Das würde auch nicht funktionieren. Und dann kann man es auch eigentlich gleich lassen, wenn man eh ein anderes NAND drauf löten will. Was wird noch versucht werden? Hoffentlich. Skylanders-Spieler haben so kleine Figürchen, da kann man was draufstellen. Dann werden da Sachen ins Spiel geladen. Möglicherweise könnte man dort über Fuzzing einen Absturz verursachen und dann gucken, ob man über diesen Absturz eben weiteren Zugriff gibt. Und man kann auch Wiis über Wiimotes sharen. Das hat irgendwie, soweit ich es verfolgen konnte, noch nie jemand versucht. Das wäre die günstigere Methode, weil man dafür nicht irgendein Spiel, das die meisten Leute nicht interessiert, und irgendwelche kleinen Figürchen kaufen muss. Das Gute an Skylanders ist natürlich, dass das ist tatsächlich relativ gut dokumentiert, wie man diese Figuren überschreibt. Das heißt, dass wenn es mein Fuzzing-Gerät nicht akzeptiert, dann kann ich es irgendwie versuchen, immer wieder diese Figuren neu zu überschreiben. Aber bin ich noch nicht zugekommen. Warum wurde es noch nicht versucht? Es interessiert halt, wie gesagt, nicht wirklich jemanden, irgendeine obskure kleine Wii zu hacken, wenn jeder eine andere haben kann. Dann auch noch Geld ausgeben für so ein Skylanders-Spiel zum Beispiel. Ja, sie sind zwar nicht teuer, aber auch nicht billig. Und irgendwie, wir können alle Besseres mit dem Geld anfangen, wie zum Beispiel im letzten Vortrag wurde ja um Spende gebeten für eine Person, die was dringender braucht. Also klar, es ist immer ein bisschen schwierig, Geld auszugeben für was, wo man nicht wirklich einen Return on Investment sieht. Ich habe mir das eigentlich vorgenommen und das Problem dabei ist, dass ich dann irgendwie doch noch x andere Seitenprojekte angefangen habe. Dann ist irgendwie Arbeit doch noch stressiger, als ich es mir vorgestellt hatte früher und deshalb komme ich leider nicht dazu. Ich habe tatsächlich ein Skylanders-Spiel und einen kompatiblen NFC-Schreiber und alles zu Hause liegen. Ich habe es nur noch nicht angefangen. Und ja, das auch noch ein Problem ist, wo ich reingelaufen bin, ist, dass die existenten Hacks für die Wii, das ist alles ein bisschen schlecht dokumentiert und das ist auch Absicht. Denn die Leute, die sie gehackt haben, wollten keine Piracy erlauben.
und haben deshalb teilweise ihre Sachen obfuscated. Dann schreiben sie noch ganz nett, ja, wir haben am Wochenende dran gesessen, es zu obfuscaten, damit niemand das reverse-engineeren kann. Ist natürlich schade, wenn ich es reverse-engineeren will. Und ich gehöre leider nicht zu den Menschen, die es schaffen, sich in IRC anzumelden und zu sagen, hey, kann mir jemand Infos geben? Weil ich bin mir sicher, die Leute würden ihre Infos teilen, wenn man fragt. Aber ich wüsste gar nicht, wo ich anfangen muss, weil die Leute sich halt auch teilweise in x unterschiedliche Richtungen verstreut haben. Und die WeMini selbst ist fast nicht dokumentiert. Also es gibt ein paar Schematics von der Hardware. Ich habe meine auch aufgeschraubt, habe dabei ein paar Fehler gemacht, aber ich glaube, sie läuft noch. Aber sonst gibt es halt relativ wenig Infos darüber, was jetzt da genau die Firmware-Patches sind, die Sachen verhindern. Und ist halt einfach ein bisschen schwierig, da was zu finden. Ja, wenn ich mit meinem schnell zusammengeklickten Mini-Vortrag euch interessiert habe, könnt ihr mich gerne anschreiben. Theoretisch funktioniert eh alles, ist ein Catch-all-E-Mail. Und hier sind Bilder. Ja, ich habe die Kühlpaste nicht vom Prozessor abgetrennt, aber das ist genau der gleiche Prozessor wie in den anderen Wii's. Das heißt, es ist gar nicht so wichtig, die Modellnummer zu sehen. Ja, dann vielen Dank. Vielen Dank, Jenny, für deine Spontanität und diesen kurzen Exkurs in die Welt der Spiele. Jetzt wieder zu einem anderen Thema, und zwar zu Daten. Da geht immer mal wieder was kaputt, es geht immer mal wieder was verloren und es ist, glaube ich, so ein bisschen ein geflügeltes Wort zu sagen, kein Backup, kein Mitleid. Ja, schön. Und wie mache ich jetzt so ein Backup? Das wird uns gleich Thomas Waldmann erzählen, den ich jetzt auf die Bühne bitte. Der möchte uns nämlich Borg-Backup vorstellen. Einen großen Applaus bitte für Thomas. Okay. Manche kennen den Vortrag vielleicht schon. Also die wollen schon kennen, die müssen jetzt halt einfach ihre Mails lesen. Ein paar kleine Updates sind drin. Folien kommen gleich noch. Und Mirror. Ah, jetzt. Okay. Also, geht um Borg-Backup. Ich habe das mal von einem anderen Projekt geforkt, das Etikeys. Und der Grund, das zu forken, war einfach, dass das Originalprojekt nicht so richtig weiterging. Also, es war ziemlich eingeschlafen und der Autor hatte keine Zeit. Und irgendwann hat er auch gesagt, er hat keine Lust, Pull-Requests von anderen Leuten zu reviewen, er macht lieber selber Code. Und hat aber selber keine Zeit gehabt, also von da hat es nicht so richtig geklappt. Und deshalb blieb da halt nichts anderes übrig, als einen Fork zu machen. Und das ist das jetzt, was ihr als Borg-Backup kennt oder euch angucken könnt. Ein früher User von Etik Backup hat es schon ganz toll gefunden. Der hat gemeint, er hat den Holy Grail gefunden. Und warum er das gemeint hat, können wir jetzt so ein bisschen sehen. Also das ist ein Kommandozeilentool, hat so ungefähr den Charme von rsync, also so Kommando mit Parametern, Optionen und so weiter. Es gibt auch GUIs, aber die sind separat, also die sind nicht in dem Tool eingebaut, aber haben wir dann später noch eine Folie dazu. Also es gibt auch grafische Oberflächen. Auch ganz nett ist, der Plattform-Support ist ganz gut, also das läuft auf allen möglichen Linuxen, auf BSD, FreeBSD, OpenBSD, NetBSD. Ihr könnt es auch auf Solaris-Ablegern laufen lassen, ich habe es mit OpenIndiana getestet. Unter Windows, so notdürftig, unter WSL bzw. unter Cygwin. Unter Native Windows läuft es noch nicht, das liegt vor allem daran, dass nicht genug Developer da kontinuierlich dran arbeiten bisher. Eins der Hauptfeatures ist, das macht Deduplizierung. Das heißt, ihr könnt ziemlich viel Platz auf dem Backup-Speicher sparen, weil halt jedes Stückchen Daten nur ein einziges Mal abgespeichert wird. Zusätzlich noch Kompression, das holt natürlich auch so ein bisschen was raus. Standardmäßig ist die LZ4-Kompression eingestellt, die ist super schnell. Ihr könnt aber auch Z-Standard verwenden, da habt ihr also ein weites Spektrum von schnell und ein bisschen komprimieren bis ganz toll komprimieren und langsam. Zusätzlich wird Authenticated Encryption gemacht, also zuerst verschlüsselt und dann noch zusätzlich ein MAC obendrauf gerechnet, dass praktisch keiner da versuchen kann, an irgendwelchen Bits rumzudrehen, um die Krypto zu brechen oder euch irgendwelche falschen Daten unterzujubeln.
Es gibt zusätzlich noch ein Feature, das heißt, es gibt ein Fuse-File-System, also ihr könnt einfach sagen Borg Mount und dann euer Repository angeben und irgendeinen Mount-Point und dann könnt ihr in dem Verzeichnis, wo ihr es gemountet habt, halt einfach reingucken, was da alles drin ist. Ihr könnt nicht direkt, so wie bei Rsync, einfach in das Repository reingucken, also es ist nicht so, dass da einzelne Dateien drin liegen, das ist halt alles in so Segmentdateien zusammengefasst. Aber wenn man das Borg Mount nimmt, dann sieht man halt die einzelnen Dateien. Ihr könnt einen lokalen Speicher anschließen, so USB-Platte für Backup-Zwecke, oder ihr könnt auch auf einen Remote-Server mit SSH dort eure Backups reinkippen. Wenn ihr das remote machen wollt, müsst ihr halt auf beiden Seiten den Borg haben. Könnt zum Beispiel einen eigenen Server nehmen, wenn ihr einen eigenen Server habt. Und wenn ihr keinen eigenen Server habt, seht ihr hier so diverse Anbieter. Rsync.net hat es schon ziemlich lange, Hetzner hat es auch schon längere Zeit. Borgbase, das ist ein bisschen ein neuerer Anbieter, aber hat eine sehr nette Web-Oberfläche und auch sehr auf Usability und so Wert gelegt. Und der Betreiber, wo das Borgbase betreibt, ist auch der gleiche, der das Vartar programmiert. Das sehen wir auf der nächsten Folie. Ihr könnt euch natürlich auch irgendeinen Kumpel suchen und gegenseitig euch die Backups zuschieben. Da das Zeug verschlüsselt ist, ist das kein Problem. Da kann also niemand in eure Backups reingucken, außer ihr selber. Und ihr könnt auch erstmal lokalen Backup machen, einfach irgendwie, und dann noch R-Clone zusätzlich nehmen und dann irgendwie in die Cloud hochschieben, wenn euch das gefällt. Also es ist kein direkter Cloud-Support in Borg drin, aber ihr könnt halt ein anderes Tool nehmen und dann das komplette Repo mit einem anderen Tool hochschieben. Hier diese neue GUI für Borg, die ist also sehr hübsch. Wenn ihr auf die Homepage mal geht, seht ihr so auf macOS X-Basis so ein Filmchen, grafische Oberfläche für Borg, und die ist von dem Borg-Base-Betreiber. Das Tool könnt ihr auch irgendwie normalen Leuten geben, die also nichts mit Kommandozeile im Hut haben, die mehr sowas zum Rumklicken brauchen. Allerdings muss man dazu sagen, es ist mehr dafür gedacht, dass ein normaler Desktop-User seine eigenen Dateien damit sichert. Also es ist nicht so toll geeignet für System komplett Backups. Es läuft halt als User, nicht als Root. Es gibt auch noch Borgmatic, damit könnt ihr so praktisch einen Konfigurationslayer auf Borg oben drauflegen und eure Backups in der Config-Datei konfigurieren. Normalerweise habt ihr halt nur die Kommandozeilenparameter. Und auf GitHub in diesem Borg Backup Community Repository, da gibt es noch viele andere Links, wo Leute irgendwelche Skripte und Tools und Zeug gemacht haben. Und falls ihr irgendwas gemacht habt, könnt ihr euer Zeug auch dort verlinken, einfach einen Pull-Request machen. Generell, Borg Backup ist ein Community-Projekt, also wenn ihr Lust habt, da mitzuprogrammieren, das Ding ist in Python geschrieben, Python 3.4+. Im Masterbranch sind wir schon bei 3.5. Ein bisschen Siphon ist auch noch dabei, das ist vor allem Interfacing Richtung C-Bibliotheken. Und ein ganz kleines bisschen C haben wir auch noch, wo die super zeitkritischen Sachen dabei sind, zum Beispiel der Rolling Hash-Algorithmus, der ist in C geschrieben. Die Dokus sind auch ganz nett, könnt ihr euch mal angucken, liegen auf Read the Docs rum. Wir haben einen Haufen Tests, wir haben Travis laufen und ich mache bei den Releases immer noch mit Vagrant auch noch die Tests auf den ganzen Plattformen. Also dadurch ist das praktisch, bevor es released wird, dann auch ein bisschen getestet, dass es wirklich überall tut. Das sind die aktuellen Releases. 1.0.13 ist so für die Leute, wo aus irgendwelchen Gründen die alte benutzen wollen. Das ist auch die letzte, also das Fragezeichen können wir streichen. Und die 1.1.10 ist also die aktuelle stabile, die kam jetzt gerade vor kurzem raus. Die hat übrigens auch das Problem gelöst, wo manche von euch vielleicht hatten, wenn ihr Arch benutzt habt oder Fedora. Da gab es so ein bisschen Probleme mit der MessagePack-Version, dass das Hochziehen von MessagePack Borg kaputt gemacht hat. Und das Problem haben wir jetzt gelöst. Wir haben einfach das MessagePack in Borg eingebaut und gewendert. Das heißt, Borg bringt immer eine passende MessagePack-Version mit. Das kann also dann ab 1.10, ab 1.1.10 nicht mehr passieren. Die 1.2er-Release wird so diverse Cleanups kriegen, hat eine neue interne Krypto-API, neue Compaction Handling intern, also das ist mehr so ein bisschen eine Aufräum-Release, und die große Baustelle geht dann in den nächsten Releases weiter. Da könnte man auch ein bisschen mehr Helfer gebrauchen, das sind größere Krypto-Änderungen stehen da an und auch Multithreading. Wenn wir mit dem Krypto fertig sind, steht dann Multithreading an. Ja, der übliche Aufruf, wir brauchen mehr Contributor, Tester, Entwickler,
Doku, Schreiber, Maintainer, Updater, Leute, die sich auf GitHub und der Mailingliste rumtreiben, Security-Leute, die mal reingucken und wenn ihr nicht helfen könnt, aber Geld übrig habt, könnt ihr auch gerne was sponsern. Und das sind die wichtigen Adressen. Einfach auf GitHub, die Borg-Backup-Organisation und das Wörter findet ihr unter Borg-Base. Ich bin noch bis Sonntag da. Ihr kennt mich ja in meinem T-Shirt. Nicht zu übersehen. Oder halt auf Irk oder so könnt ihr mich finden. Okay. Ach, und heute vielleicht, wenn die Orga das noch hinkriegt, um 23 Uhr oder so machen wir so ein kleines Meeting irgendwo. Einfach mal den Fahrplan refreshen. Ich hoffe, die kriegen das bis dahin noch in den Fahrplan rein. Also in einem dieser leeren Slots, wo momentan noch nichts drin ist. Okay. Vielen Dank, Thomas, für diese Einführung in Borg Backup. Und dann könnt ihr heute Abend schauen, so wird also Backup auch praktisch. Manchmal gibt es ja so die Situation, ich möchte nicht nur Backup von meinen Daten machen, sondern ich möchte die ganz wirklich veröffentlichen, irgendwo in diesem Internet, damit andere Menschen das lesen können. Das ist gar nicht immer ganz so einfach. Und um das ein bisschen zu vereinfachen, wird uns jetzt hier Daniel Kulesch IndieWeb vorstellen. Schon mal einen Applaus dafür, bitte. Habt ihr VGA durchgeschaltet? Ja, muss man dann Adapter neu machen? Ich habe eigentlich nicht mal. Oh, ein Bild! Dann kommt jetzt Daniel Kulesch mit IndieWeb. Ja, herzlich willkommen. Ich halte mich auch kurz, deswegen stelle ich mich auch nicht vor. Ich hatte aber am Donnerstag einen Vortrag über das Systemtestportal. Da erzähle ich auch ein bisschen was zu mir, das lasse ich hier mal weg. Ja, ich möchte über das IndieWeb sprechen oder erstmal über das Web früher und heute. Ich meine, wir kennen ja alle das Web. Allerdings war es halt so, früher gab es eigentlich viel mehr so kleine, unabhängige Seiten. Ja, Leute hatten so ihre eigene private Homepage, auf der sie vielleicht Sachen publiziert haben. Heute ist leider so, wir haben eher so viele große Content-Silos und die Leute stellen ihren Content nicht auf ihrer eigenen Homepage zur Verfügung. Manche machen das, das ist natürlich schön, aber leider nicht alle, sondern die gehen dann zu irgendwelchen großen Content-Silos, wo sie Artikel zum Beispiel publizieren oder ja, leider gibt es auch diesen Trend, viele von euch werden das wahrscheinlich auch schon mal gesehen haben, es gibt irgendwelche Vereine oder, keine Ahnung, irgendeine Bäckerei oder was auch immer, die hatten früher eigentlich eine Homepage und jetzt haben sie nur noch eine Facebook-Seite. Ja, und dann kann man sich natürlich fragen, ja gut, warum machen das die Leute? Was finden die daran so toll, ihren Content nicht mehr auf ihrer Webseite zu haben? Naja, zum einen scheint das irgendwie einfacher zu sein für die. Zum anderen denken die sich, ja, so Serverbetrieb und ich muss da nichts mehr mieten und so, sondern das machen alle für mich, wunderbar. Dann gerade bei so verschiedenen Blog-Diensten hat man ja natürlich den Vorteil, dass die sich auch so um so SEO-Optimierungsgedöns kümmern und man dann durch einfach, wenn Leute dann in der Suchmaschine was suchen, die Chance einfach höher ist, dass sie dann meinen coolen Blogpost finden. Und so das Killer-Feature eigentlich, vermute ich, ist eher so diese Sache mit Kommentaren und Likes und sowas, wenn man sein Content eben da online stellt, dass man dann einfach mehr Feedback bekommt. Ich finde es auch immer ein bisschen blöd. Ich poste was auf meiner Homepage und habe jetzt keine Ahnung so richtig, haben es die Leute gelesen, wie fanden sie es und so weiter. Und das macht diese Content-Silos natürlich attraktiv. Aber die haben natürlich auch so ihre Gefahren. Ja, es gibt Content-Silos, die sagen dann, ah ja, du hast jetzt schon eine Minute diesen Blogpost gelesen oder schon die ersten zwei Seiten. Wenn du weiter runterscrollen willst, dann erstell doch ein Benutzerkonto bei uns, melde dich an, dann darfst du auch den Rest lesen. Ja, bis hin zu Paywalls, die dann halt sagen, hey, du musst jetzt aber ein Monatsabo abschließen, damit du diesen Content lesen darfst. Also nochmal, ich setze mich hin,
überlege mir viele Stunden was, schreibe einen Artikel dazu, möchte den jetzt mit meinen Leuten teilen und die müssen jetzt bei irgendjemandem Geld dafür zahlen, dass sie meinen Artikel lesen dürfen. Ja. Natürlich gibt es dann so Dinge wie die Filterung durch Closed-Source-Algorithmen, wo man gar nicht so richtig weiß oder versteht vielleicht, warum wird was rausgefiltert oder warum sind jetzt bestimmte Inhalte prominenter als andere, was dann so Richtung Massenmanipulationsgefahr zumindest läuft. Und es gibt natürlich auch viele Fälle, wo Inhalte einfach verschwunden sind aus dem Web. GeoCities, so die Älteren hier werden es vielleicht kennen, ja. MySpace, auch schade, einfach viele Künstler, die jetzt irgendein cooles Lied aufgenommen haben, leider kein Backup davon gemacht haben. Ja, MySpace gibt es nicht mehr, blöd, die Lieder sind halt auch weg. Ja, oder Mega-Upload. Allgemein verliert man einfach die Kontrolle über seine eigenen Daten und damit eben auch die Datenhoheit. Das ist auch dann, wenn ich irgendwas löschen möchte, dann muss ich zu dem Anbieter gehen und sagen, bitte, bitte löscht das doch für mich. Ja, ich selber habe nicht mehr die Macht, es einfach aus dem Netz rausnehmen zu können. Ja, klingt natürlich alles blöd und wir wollen ja konstruktiv sein. Da ist nämlich die Frage, was können wir dagegen tun? Ja, und die Antwort ist IndieWeb. Weiß nicht, wer hat diesen Begriff schon mal gehört? Ja, dann ist nicht so viele, aber das ist dann gut, dass ich das hier halte. Ja. Das IndieWeb ist so eine Bewegung, die halt einfach sagt, erobert euch euren Content zurück. Ja. Holt euch eine eigene Domain, unter der ihr euren Content zur Verfügung stellt. Und klar, erreicht man damit jetzt nicht so viele Leute, weil ja, die wenigsten werden ständig meine Webseite besuchen, weil die so cool ist. Aber was die IndieWeb-Bewegung eben sagt, syndiziert doch euren Content auf diese ganzen Plattformen. Das heißt, ich stelle jetzt einen neuen Artikel her, tue den Artikel erstmal auf meine Webseite und damit habe ich ihn da voll unter Kontrolle. Und dann mache ich jetzt halt über alle möglichen Content-Silos die Leute darauf aufmerksam. Bei Twitter oder bei Facebook oder wo auch immer. Ja, je nachdem, wo halt meine Follower sind, die mache ich jetzt auf diesen Artikel aufmerksam. Aber mein Artikel, der bleibt eben bei mir auf meiner Seite, wo ich die Kontrolle drüber habe. Und es gibt eben so coole Features wie diesen Webmenschen-Standard, ist vom W3C abgesegnet, mit dem ich auch so Dinge wie Likes und Follows und so weiter oder Kommentare auch auf meinem Blog oder auf meiner Webseite auch drin haben kann, wo ich auch zum Beispiel aus drei verschiedenen Content-Silos, wo ich diesen Artikel hinsyndiziere, die Kommentare alle einsammeln kann und wenn jemand die auf meiner Webseite sieht, dann sieht er eben die Kommentare von allen diesen Quellen. Ja, das war's auch schon. Mein Appell an euch, für alle, die es nicht kennen, schließt euch dem IndieWeb an. Die machen auch immer so Meetings und so weiter. Schaut's euch an. Dankeschön. Danke an Daniel für die kurze Vorstellung von IndieWeb. Und jetzt haben wir noch einen letzten Lightning Talk für hier. Und zwar kam gerade Eric zu mir und meinte, hey, we need to talk about distros. Und ich habe gesagt, naja, wenn du es in 5 Minuten hinkriegst, okay. Also 5 minutes for Eric and we need to talk about distros. Magic? No? It's good. No, it's not. Oh, I need to do something more. Dang it. It's okay. HDMI jetzt ist aber wohl, genau. Ja? Yay! Okay. We need to talk about this track. Okay, monitors are hard, sorry about that. So, in 5 minutes, we need to talk about Linux distributions. The joke that it is time for Linux, the year of Linux on the desktop, we've been saying it for years and years and years. There are many reasons that that might be problematic, but
One thing that I think we should really talk about is the way that we collaborate with each other in building Linux distros. I've tried to figure out how to phrase this in many different ways over time, but something that really bugs me in the way we have Linux distributions set up right now is we have a bunch of distros which were originally set up to be decentralized and involve collaboration with many authors. This is something you can see in the ethos and the way that the technology works in Debian and CentOS and like many other distros. And then we have some other distros which have looked at the way these distros like Debian are shaping up over time, and like a problem that I have on Debian is I can't snapshot my machine very well, right? I need some like whole disk snapshot to do it, which is kind of crazy. So some other distros have come out recently, like Geex and NixOS, which are very concerned with precise versioning of all of the things that go into a machine and making sure that I can exactly reproduce a machine. And that's really cool. But these exist on some like two different axes, which are, I don't think they need to be in conflict, but I don't think anything exists that is in quadrant four. And that's just a thought I want to put out there and have somebody else take that thought and run with it. That's my 5 minutes. Okay, thank you, Eric, for this short input. And I think now we would have 5 minutes left. Also, wir hätten noch 5 Minuten übrig, wenn noch jemand super spontan ist. Okay, dann war's das für diese Faststunde Lightning Talks, organisiert von den Hexen. Vielen Dank an alle, die Talks eingereicht haben oder die sich super spontan hier auf diese Bühne gestellt haben. Herzlichen, herzlichen Dank und nochmal einen ganz großen Applaus bitte für diese Menschen alle. Und vielleicht für die Zukunft bereitet einfach jeder einen Lightning Talk vor und dann könnt ihr die alle ganz schnell irgendwo einreichen oder auch einfach ganz spontan auf irgendwelche Bühnen kommen. Vielen Dank euch und noch einen schönen Abend.